Hallo Leute und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2. Ich bin hier gerade in Strawberry und wir haben hier. Ja, ne, warte mal, ich muss so abzeigen. Wir haben hier. Wollte eben gerade zu unserem Dorf zurückreiten, aber irgendwie haben wir hier jetzt irgendwas. Und wir haben immer noch keinen Sound. Oder fast keinen Sound. Hallo, Sir. Ich komme aus Blackwater. Ich bin auf dem Trail einer gefährlichen Gang. Como Driscoll. Heard you had some sort of incident. We don't deal with bounty hunters around here, son. I was just wondering if I could get a description. Well, they weren't friends. They got in a fight, two men got killed. Now, one of them's an idiot, the other's some kind of dumb mix, so maybe them's your boys. You can look right enough when we hang them. Thank you, Sheriff. Toll, das war ja. Das war die lange Reise wert. Finde und rede Maike. Hello, old friend. Had a good time, did you? You gonna get me out of here? I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months, and now I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. Okay, jetzt müssen wir uns wahrscheinlich entscheiden. Wollen wir okay, wir müssen Maike befreien und möglichst ohne halt krass Radau zu machen. Kann ich denn? Oh, hallo. Aber Dynamit ist doch viel zu auffällig. Weiß gerade gar nicht, ob ich Dynamit habe. Wir gucken doch mal kurz nach. Ich habe für euch die Spiele sonst ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, dass zumindest ihr so ein bisschen was habt. Habe ich denn Dynamit dabei? Sieht nicht so aus. Nee, tut mir leid. Ja, was mache ich denn jetzt? Könnte hier reingehen, die Sheriffs töten und ihn so vielleicht rausholen. Ja, genau wegen dem. Ah, scheiße. Die waren besser als ich. Oh Mann. Ah ne, war nur Kontrollpunkt neu starten. Ja. Wir müssen das ein bisschen besser vielleicht machen. Ich glaube, welche Dampf findet er drüben noch? Ach so, nee, nee, wir machen das anders. Wir nehmen den rasanten Weg, wir gehen da rein, schießen den ersten ab. Den. So, jetzt raus. So. Alter, ich sehe ja nichts da drin. Das waren, glaube ich, alle Sheriffs. Wir haben gerade den ganzen Sheriffstrupp auseinandergenommen. So. Oder ist sogar noch ein anderer. Wie mache ich das denn? Ach so, schnapp mir den Zellenschlüssel. Wo ist der denn? Nein. Ach man, das. Ach, Zellenschlüssel. Okay, nice. Ich glaube, wir haben gleich ein kleines Problem. Wir sollten ein bisschen Gas geben. Und ich glaube, gut, wer soll uns jetzt noch entgegenkommen? Die Sheriffs sind jetzt hoch. Kommt raus, Leute. Kommt raus. So. Hat er den jetzt einfach umgebracht?
glaube, der Typ hier ist ein bisschen verrückt. Oh, okay. Und was ist das für eine? Oh, Alter, erstmal angefahren. Hallo, ich habe auch noch einen Colt. Achso, ich dachte, ich habe den jetzt ihm gegeben. Wie denn jetzt hin? Wo ist mein Pferd überhaupt? Alter. Lass mich doch auch in Deckung. So, da unten ist, glaube ich, gar keiner. Oh, komm schon. Oh, wo sind denn unsere Pferde jetzt? Oh Gott, da unten sind ja auch noch ein paar. Oh, das war toll. Was wollt ihr gegen uns machen? Wir sind Cowboys. Ja. Ja, wie viele kommen denn da noch? Oh Gott, Achtung, der hat eine Flinte. Oh Gott. Als wenn das gehen würde, als wären alle von denen so unfähig und würden uns nie treffen. Oh Gott. Auch nicht mehr wirklich viel Leben, muss ein bisschen aufpassen. Und jetzt geht auch mehr. So, gut. Wo geht der denn hin? Ich kann da nicht rein. Oh. So, jetzt kommen wahrscheinlich dann gleich Gegner. Oh. Ja gut. Können wir jetzt abhauen? Oh, Alter, das war Präzision pur. Let's go. Oben ist eine, das kann ich mir ein Pferd. Ich wüsste aber gerne mal, wo mein Pferd wäre. Und der ist auch noch. Wie viele kommen da noch? Doch, da ist mein Pferd. Ah ne, ach, nee. Tja, ich bin ja nicht im GTA Online. Hä? Jetzt passiert. Maika ist gestorben. Ja, kann doch nicht dafür. Hä? Wie ist der denn gestorben? Ist der komplett unfähig oder was? Komm schon. Jo, lol. Ich seh's. Ah, scheiße. Ah, okay, die sind tot. Ich habe ja keinen anderen Wald, das stimmt. Ich glaube, ich behalte den besser immer noch in der Wand. Oh, hatte gerade der andere Polizist den erschossen? Also Polizist, Sheriff halt. Ah, lol, ich schieße gerade auf Mike. Okay, warte, das war nicht so schlau. Oh Junge. Ups. Ach man, jetzt müssen wir nochmal aus der Stadt oder was? Bitte nicht. Ach man, ey, ja komm. Ja, einer weniger. Komm schon, den kannst du auch alleine, genau. Mal weiter. Wieso gehst du denn auch nicht den normalen Weg? Ach Scheiße. Oh
Oh lol, habe ich den getroffen? Alter, nicht schlecht. Ey, ich kann es nicht gut rückwärts schießen. Weil da dreht sich ja das Pferd gleich mit. So. Komm weg. Hm. Danke. Ja, das stimmt. Okay, wir reiten jetzt mal zurück und dann sehen wir uns in unserem Camp wieder. Why you gotta act like the court jester? All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. Now I'm heading back to my little camp around back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. You ain't heading back to Dutch? I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now. Yeah. Hey Leute, er kommt jetzt nicht mit. Dann können wir uns eigentlich gleich hier verabschieden. Ist jetzt ein bisschen kürzere Folge, aber macht nichts. Ja, nicht, dass es so endet. Ja, weil ich glaube, wenn die zweite Mission besser macht, dann zu lang. Naja, was soll's. Das war's für diese Folge Red Dead Redemption 2. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.